Sul Sul, hey ihr, willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4, wo gerade die Post gekommen ist, glaube ich. Rechnung. In welcher Höhe? 1048 Simoleons. Na gut, wir haben ja unser Geldbäumchen und so schlecht stehen wir geldtechnisch gerade gar nicht da. Ja, ich nehme jetzt wieder eine Wochensession auf, denke ich. Vajana muss jetzt gleich auf die Arbeit, die ist nicht ausgepennt. Das ist sie wirklich. Also ehrlich, so, Vajana ist jetzt erstmal auf die Arbeit gestiefelt. Die hat ihre Logikfähigkeit noch nicht entsprechend verbessert, aber das macht nichts. Das macht nichts. Sie kann ja erstmal so ein bisschen vor sich hinarbeiten. Die wird schon noch ihre nächste Beförderung bekommen. Sind wir jetzt nicht so super zwingend darauf angewiesen. Guck mal, 889 Simoleons. Ob ich zu ihm rüberkommen möchte bei Kami? Kami kann doch zu uns rüberkommen. Kami, 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 Lia. Nein, eigentlich ist das... Heißt das Camelia normalerweise? Ich weiß es gerade nicht. So, Outfits. Outfit ändern. Zieh doch mal das Outfit an. Das ist doch auch mal süß hier. Den beiden ist irgendwie mega warm. Die sieht schick aus. Oh, die Latschen sind voll toll. Was ist denn hier los? Warum kommen die denn... Ach so, die... Ach. Wir müssen Kami noch anrufen. Kami soll zu uns kommen. So, boah, haben wir hier jetzt viele Leute. Sie ist doch gar nicht fit eigentlich. Eieieiei. Das hier füllen wir nochmal auf. Nahrungsspende, oh Mann. Dann kommt doch mal alle rein. Ich muss mich auch um meine Pflanzen kümmern. Boah, ich glaube, wir müssen mal einen Gärtner engagieren. Warte mal. Haushalt, Rechnungen bezahlen und ich würde gerne einen Gärtner engagieren. Weil momentan hat Vajana nicht so unbedingt die Zeit, sich die um die Pflanzen zu kümmern. Warum kommen die denn alle nicht rein? Ich habe die doch reingebeten. Why? So, rein mit euch. Regelmäßiger Gartenservice. Genau, wunderbar. Das machen wir. Das machen wir. Der darf uns nur nicht das Zeugsel vom Baum klauen. So, wollen wir hier mal den Tisch decken? Tisch decken, ungezwungene Location in Rot. Ey, ich wollte was zu essen machen und jetzt nimmt die sich hier einfach. Ich wollte den Tisch decken, Mann. Das sollte doch mal hübsch aussehen hier. Ach, Mann. Mit Elternfreunden kam das, glaube ich, mit dem Tischdecken, bevor jetzt Fragen kommen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich finde das eigentlich ganz hübsch, dass man den Tisch so decken kann. Das sieht einfach... Es sieht schön aus. Es sieht echt schön aus. Es ist hübsch. Ich mag das. Wo ist Kami? Hat sie anscheinend noch nicht angerufen. Die Rechnung hat sie auch noch nicht bezahlt. Doch, Kami muss schon irgendwo rumspucken. Ach, der ist da hinten. Wir könnten mal tratschen. Es passt mir eigentlich gar nicht, dass die anderen jetzt hier alle vorbeigeäumelt gekommen sind, weil eigentlich wollte ich einen schönen Tag mit ihm haben. Jetzt ist hier so viel los. Hast du den Regenbogen schon gesehen letztens? Fand er irgendwie lustig. Warum fand er das lustig? Kann das sein, dass sie so ein bisschen durchdreht, die Alte? Die Kelia, Kealia, Hoapili? Er hat Sandfliegen gesucht. Was? Sandfliegen? Die sind aber eklig.
Aber sie mag ihn trotzdem. Sie lächelt ihn an. Ach, die sind schon süß zusammen, oder? Mariana denkt sich, immer lächeln, immer lächeln, immer freundlich bleiben. Ich habe mich auf einen gemütlichen Abend zu zweit gefreut, aber jetzt habe ich hier eine volle Bude. Und es brennt, es ist so brennend heiß, es ist brühend heiß. Und es wird nicht besser, wenn so viele Leute auf engem Raum zusammen sind. So. Wolf, it's up, Sequinario. Boah, die ist aber mad, Leute. Oh, das Essen, das macht ihr aber, das Essen, stimmt sie positiver? Ungar, das blöde ist, guck, er mag auch keine Fliegen. Jetzt müssen wir noch wieder einen Dogwalker engagieren. Es ist doch Wahnsinn, dass die so oft raus müssen. Warte. Dogwalker. Zoe hat das letzte Mal gut gemacht. Oh, so, sie ist sehr traurig. Warum? Zum Scheitern verurteilte Beziehung wegen Eifersucht? Du hast erfahren, dass sich jemand, der dir wirklich am Herzen liegt, mit jemand anderem vergnügt. Im Augenblick fühlt es sich an, als würde dieser Sim dir nun etwas weniger an. Was? Was? Was denn hier los? Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Was ist da los? Muska? Und sie denkt sich, wirklich? Wirklich? Muska? Muss das sein? Aber warum? Die beiden sind doch nur befreundet. Hä? Warum? Warum ist sie denn so eifersüchtig? Oha, und er kann es nicht lassen. Oh Gott, hoffentlich macht sich nie jemand an Kami ran. Das ist ja. Was geht denn hier ab? Sie möchte sich ausheulen, weil sie so traurig ist. Dann soll sie das auch machen dürfen. Oh. Und ein trauriges Gemälde möchte sie malen. Jetzt ist sie eingeschlafen, am Bett eingeschlafen. Nee, Leute, haut mal alle ab hier. Das ist ja, das kann ich auch wegpacken. Boah, so kann ich ja voll viel Geld machen, wenn ich jedes Mal, ohne dass ich was esse, hier einfach nur den Tisch decke. Das ist natürlich auch eine gute Alternative, ne? Eine gute Variante. So, Leute, geht mal alle, bitte. Sie braucht einfach gerade ein bisschen Ruhe, Mann. So, hier, jetzt ist mal genug geplaudert. Dann müssen wir Kami vielleicht morgen nochmal einladen. Die beiden machen jetzt hier noch Party, die beiden Männer. Das gibt's doch nicht. Wie sieht's eigentlich aus, jobtechnisch? Sie hat den Förderantrag nicht vorbereitet. Muss sie das jetzt jeden Tag machen, ganz ehrlich, den Förderantrag vorzubereiten? Das hat das letzte Mal Stunden gedauert. Wenn sie das noch als Tagesaufgabe hat, zusätzlich zu ihrem Job, alter Schwede, das kann sie dann eigentlich nur an den Tagen machen, wo sie nicht sowieso schon auf die Arbeit muss. Was jetzt? Aufs Klo, was essen. Sie läuft jetzt hier einfach mal in Unterwäsche rum. Das macht ja nichts. Wie wäre es, wenn du dich einfach mal wieder anziehst, solange die Männer noch da sind hier? Ich meine, es ist zwar schöne Unterwäsche, aber so sieht auch dein Bikini aus, aber trotzdem, es ist jetzt gerade erstmal Unterwäsche. Schnelle Mahlzeit essen. Nimm dir einfach schnell einen Joghurt. Futter den, dann bist du erstmal wieder versorgt. Pua ist da und hat seine Bewegung bekommen. Und jetzt hau dich hin. Hau dich hin und schlaf.
Oh. Kami ist sehr, sehr hilfsbereit. Die futtern sich hier durch. Wir haben halb drei. Wir haben halb drei. Und die sind immer noch hier in der Bude. Ich dachte gerade, der will sich neben sie legen. Geht's dem noch gut? Hau jetzt ab. Hau jetzt ab, ich will dich nicht sehen, ich will schlafen. Ich glaube, ich spinne. Was geht denn hier ab? Jetzt ist Vajana hier schon dreimal aufgeweckt worden von denen. Kami ist auch traurig. Und da guckt er gerade einen traurigen Film. Oh, Vajana. Ach ja, so geht's mir auch. Hin und wieder. Das macht mich echt gerade traurig, weil sie mir so leid tut, weil ich das so gut nachvollziehen kann. Wir müssen mal gucken, dass wir ein besseres Bett besorgen. Das bringt einfach zu langsam Energie. Viel zu langsam. Der Gärtner war da, das ist gut. Na guck mal, jetzt muss ich sie, damit sie wieder alles schafft, noch vorher. Muss ich sie jetzt schon wieder viel zu früh rausschicken. So, zweimal Hände waschen muss reichen für die Hygiene. Jetzt ist sie immerhin schon mal wieder grün. Katzenwäsche hier. Wie er lacht. Nee, nicht abspülen. Warum ist eigentlich Kami immer noch hier? Ja, der ist nämlich super müde. So, wir haben schon wieder 8000 Simoleons Geldfrüchte am Baum hängen hier. Boah, da haben wir schon über 20.000. Also ganz ehrlich, also Vajana muss sich hier wirklich keine Gedanken mehr machen, dass sie irgendwelche Geldprobleme hat. Also das ist durch. Ist praktisch. Und wo ist... Hey, hey. Aha. Ah ja, genau. Geldfrüchte verkaufen. Wie ist sie eigentlich gerade im Job? Sie ist momentan... Sie ist eigentlich gar nicht so schlecht gerade. Also sie ist sehr traurig. Wenn sie Trübsal bläst, verschlechtert sich doch bestimmt ihre Leistung. Nee, geht eigentlich. Bleibt auf dem gleichen Stand, wird halt nur auch nicht besser. Aber das macht nichts. Die kann ruhig mal einen Tag ein bisschen hängen. Kami ist so ordentlich. Der wäscht uns das ganze Geschirr ab, bevor ich es wegschmeißen kann. Das ist blöd. Siehst du, guck, so geht's runter. Zwei Stunden ist sie noch sehr traurig. Kami ist jetzt quasi schon eingezogen hier. Doch, guck, die Jobleistung geht ein bisschen runter. Halt, stopp, nicht früher verlassen. Ich wollte sie noch ein bisschen fleißig arbeiten lassen. Jetzt ist sie angespannt. Aber jetzt hat sie auch gleich Schluss. Jetzt. Guck mal, jetzt ist sie sehr selbstsicher.